Räumen unterrichten, oben dran ist eine Konferenz im Lehrerzimmer. Macht mal raus in der Reifenstunde Schulhof. Mann, das stinkt! Verdammt nochmal! Wenn ich den erwische, der dem da drin das Ei geflüstert hat, dann dreh ich den Hals um. Ist typisch. Erst null und dann legt er tierisch los. Das wird hoffentlich erschossen! Ach du Scheiße! Jetzt mal wieder rum! Kein Problem. So, komm, hör auf. Das reicht. Das Ding muss raus. Warum haben wir uns überhaupt noch breitschlagen lassen? Oder Badezimmer, völlig idiotisch. Ah, abgesoffen. Das hätte aber auch klappen können. Das Ding kommt raus, sofort. Ach, Pfoten vom Schrank, du Schwein. Los, erstmal ins Badezimmer. Ja, das Badezimmer auf. Die sind wir ja nicht auf der Tankstelle. Ey, das ist meine Jacke. Mein Gott. Wenn man dem erzählt hätte, dass man auf dem Klo Krokodile züchten kann, dann hätte er das auch gemacht, der Idiot. Ja, das kommt davon, wenn man einen Chaoten auffordert, sich ein Hobby zu suchen. Worauf warten wir eigentlich noch, Herr Direktor? Oh, Frau Dr. Sollinger, ich möchte nicht ohne Sie anfangen. Ich möchte wissen, wie die Sollinger das immer wieder schafft, im Mittelpunkt zu stehen. Auf jeden Fall anders als Sie, Herr Bruns. Kollegen, die personelle Situation ist unhaltbar geworden. Einige von uns arbeiten mehr als 40 Stunden in der Woche. Ja, zum Beispiel private Aktivitäten kenne ich nur noch vom Hörensagen. Wenn es aber so viel arbeitslose Kollegen gibt, warum finden wir dann niemanden? Das will ich ja gerade erklären. Das ist unter anderem eine Frage der Planung, der Ausbeutung an diesem Institut der rücksichtslosen Planung, die dann später immer als Dienst an der großen Sache dargestellt wird. Uralter Trick, aber immer wieder wirksam. Herr Sindermann, warum haben Sie uns eigentlich jahrelang Ihr Temperament vorenthalten? Ach, wären Sie nicht zynisch. Bitte, bitte. Zur Entlastung von Dr. Röhrmond haben wir uns für Geneviève Delorme entschieden. Wer ist wir? Die üblichen Gremien, Herr Werner. Ach, wir werden offensichtlich nicht mehr gefragt, wenn es um weitreichende Entscheidungen geht. Im Kleingedruckten Ihrer Verträge steht, dass Sie kein Mitspracherecht haben, was die Besetzung Feuerstellen angeht. Also, wir haben uns für Mademoiselle Delorme entschieden. Sie ist Französin, spricht perfekt Deutsch und hat an einer renommierten deutschen Schule unterrichtet. Aber ich muss doch nicht entlastet werden. Die Lücken klaffen in den naturwissenschaftlichen Fächern. Eben. Und im Dach des Anbaus. So wie in den Köpfen unserer Schüler. Also, ich schlag eine Kaffeepause vor, ist das recht? Ja. Das erste vernünftige Wort heute, obwohl ich Tee trinke. Ja, gut, den haben wir auch noch. Also eine Französin für Französisch. Ja, und eine Griechin für Griechisch und eine Portugiesin für Portugiesisch und ein Spaghetti für die Macaronis und lassen Sie bitte das Fenster zu. Das für Biologie tun wir wahrscheinlich nicht unter Miss Universum. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kleinmann. Guten Tag, lassen Sie sich nicht stören. Guten Tag, Herr Kleinmann. Was hat denn der Fördererverein wieder ausgeheckt, dass er Sie an die Front schickt? Ach, der Förderverein nichts. Aber ich sitze drüben in einem kleinen Café mit einer überaus liebenswürdigen, sehr lebensklugen, zauberhaften und anbetungswürdigen Frau. Aber stellen Sie sich vor, heute kneift sie. Was? Ihr ganzes Leben lang war sie mutig, aber heute kneift sie. Und wir kennen diese wunderbare Frau. Ja, natürlich. Es ist die Sollinger, Frau Dr. Sollinger. Auf die warten. Ja, und warum hat sie den Mut verlassen? Doch nicht, weil sie sich verspätet hat. So ähnlich. Sie wollte... Ich nehme Platz, Herr Kleinmann. Ja, vielen Dank. Sie wollte... Ich meine... Es ist höchste Zeit, dass Sie es wissen. Wir wollen heiraten. Und zwar möglichst bald. Sie wissen, in unserem Alter wird die Zeit für das Glück allmählich knapp. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank. Und sagen Sie, Sie möchte kommen. Wir warten ja, nein, Moment mal. Danke. Das ist es ja gerade. Es fällt ihr so schwer, Ihnen zu sagen, dass Sie jetzt nur noch... Ich meine, dass wir... Kurz, sie wird... nicht mehr hier in der Schule erscheinen. Was? Wie, gar nicht mehr? Ein echter Fall von unersetzbar.
So was wie die Sollinger gibt's nicht so oft auf der Welt. Die Sollinger! Hey, Moment mal, Kinder! Aber noch nicht so schnell! Halt. Warte doch mal, Moment mal! Ich bitte dich, sei das zarteste Kalb, das hier in einen Ofen gesteckt wurde. Blamier mich nicht, du Rindfee. Brokkoli, was ist der Brokkoli, der wird fein. Wasser? Haben die Blumen überhaupt Wasser? Ich sehe weit und breit keinen Grund, ein so verschwitztes Objekt zu ehelichen. Herr Kleinmann wird ein vorzüglicher Ehemann und Liebhaber sein. Ich habe ja keinen Schlips um. Der Schlips, der Schlips, er ist natürlich Mann. Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Arrangement. Ich wollte nicht mit dir in ein Lokal gehen. Plötzlich möchte ich deine Hand streicheln. Und dann denken die Leute, was für ein verliebter alter Gockel. Ich wollte schon immer mal so verliebt sein. Und jetzt bin ich es. Pascal, das schmuggert im Ofen. Und da. Nee, das ist zu weit weg. Was ist doch Unsinn. Oben ist es vielleicht besser. Natürlich. Es ist nicht ganz perfekt. Aber man kann nicht alles können. Dann gibt schon so den dummen Spruch von den alten Scheunen, die Lichterloh brennen. Brenn Lichterloh, brennen Lichterloh, brennen Lichterloh. Was Kalb ruft. Aber Doktorchen, du bist doch viel zu früh. Wenn man so alt ist. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Ma chère, Mozartkugel. Karajan war wieder hinreißend. Herzliche Grüße aus dem schönen Salzburg. Auch von Herrn von Borso, die ein Busser. Maman. Ein Busser? Also, die Sollinger und ihr Typ. Wie machen die das eigentlich? Was? Naja, die lieben sich wie alle anderen auch. Das kann schon noch klappen. Ist Liebe eigentlich immer Liebe? Ich glaube schon. Natürlich. Alles wird alt. Nur Mozartkugeln nicht. Und Gefühle nicht. Quatsch. Gefühle wären nicht nur alt, sondern sind auch plötzlich weg. Ist Benny out? Ist Benny out? Es ist sehr schön, jemanden zu haben, der zärtlich zu einem ist. Meint ihr, der Kleinmann ist zärtlich? Klar. Also im Grunde ist es doch egal, wie die es machen und was die machen. Hauptsache, die machen irgendwas. Und ich wünsche den beiden dabei viel Glück. Noch was? Hab noch. Fertig. Also ich geh jetzt ins Bett. Morgen ist doch der Mathe-Test. Ah ja. Busser vom Herrn von Borsodi. Oh, Mensch.
Was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? Ach, das war mal ein Stromerzeuger. Baue ich mir um für einen Go-Kart oder sowas ähnliches. So, jetzt hier. Wissen Sie, der Psychiater, der vor ein paar Wochen hier war, das schmale Handtuch mit dem nervösen Blick, naja, der hat mir geraten, ich soll mir Beschäftigung suchen und die mich befriedigt. Und das befriedigt dich, ja? Naja, da gibt's ja so verschiedene Sachen. Aber befriedigungsmäßig gesehen so 3 bis 4, aber mit steigender Tendenz. Und du hast die Sache voll im Griff, ja? Naja, hier hat man ja keine Chance, sich so richtig zu verwirklichen. An sowas wie Intimsphäre darf uns einer gar nicht denken. Also du holst jetzt 3 Kumpels und mit deren Hilfe verschwindet der ganze Klumpatsch hier, ja, im Keller oder auf dem Müll, ja? Ich weiß schon. Rein psychologisch gesehen ist es der Prozess der Selbstfindung, der hier schmählich unterbrochen wird. Du siehst, im Sprüchekloppen bin ich auch so 2 bis 3. Mit steigender Tendenz. Arschlöcher. Wie bitte? Ja, und wenn schon. Wozu brauchst du das Ding? Weil ich weg will. Weg, weg! Nur weg hier! Ach so. Ein Motor fürs Fluchtauto. Du dumme Sau! Lars? Leo? Ja, kommt mal her, bitte. Ja, was gibt's denn? Ja, kommt mal her. Bewegt euch, bewegt euch. Ja, du auch. Ja. Ich aber nicht, oder? Nein, nein, nein. So. Ihr schafft mir dieses Ding hier weg, ja? Warum denn nicht ihr? Ja, irgendwie keine Widerworte jetzt. Schafft mir dieses Ding weg! Hallo, Benni. Hallo. Ach, und ich hatte so gehofft, dass mich jemand wiedererkennt. Ja, so kann man sich täuschen. Schwester Ruth Bertha. Heumann gegen Schlotter. Aber der trifft ja ehemaligen. Mhm. Sie sehen ja ganz anders aus. Ja, ich habe mich ein bisschen verändert. Ein bisschen? Ein bisschen ist gut. Total neu? Nur äußerlich. Und Nonne sind Sie nicht mehr? Doch. Ob mit oder ohne Ordenstracht. Ich weiß auch so, wo ich hingehöre. Entschuldigung. So wie Sie aussehen, schaut man eben doppelt hin. Ach ja? Ja. Mit Ihrem Verein haben Sie Schluss gemacht. Keineswegs. Mein Verein und ich haben uns nur für ein Weilchen getrennt. Räumlich. Und das auch nur für ein Jahr. Und dann müssen Sie wieder rein? Wir hätten eben bei Zeiten dafür sorgen müssen, dass man beim Wort Kloster nicht gleich an lebenslänglich denkt. So, und jetzt wünsche mir Glück, Benni. Ich habe eine wichtige Verabredung. Langsam runter. Ja? Mann, guten Tag. Hey, was ist Scheiße? Aufpassen! Mann! Idioten, ihr... Dieser Mist! Natürlich habe ich Ihren Brief gelesen, aber trotzdem... War er unklar? Nein, nein, das nicht. Eher unüblich. Ihr Angebot... Kennen Sie ja bereits. Ich soll eine Schule meines Ordens in der Nähe von Kleve übernehmen. Genauer gesagt, ein Institut für schwierige Jungen und Mädchen. Naja, schwierig in erster Linie in den Augen Ihrer Eltern. Sie haben aber schon unterrichtet. Ja, in einer friedlich-ländlichen Schule bei Traunstein. Schöne Gegend. Darum möchte ich jetzt in die Großstadt. Mhm. Ja, mein Orden erwartet, dass ich mich auf meine neue Aufgabe mit allen Kräften vorbereite. Sehen Sie, Klosterschulen geben einen gewissen Takt vor, aber hier ist alles so... Ganz so undiszipliniert, wie Sie es vielleicht hoffen, sind wir nun doch nicht. Mir fehlen Erfahrungen und die möchte ich sammeln. Und zwar unsortiert. Ich möchte die Schüler auch außerhalb des Unterrichts kennen und verstehen lernen. Ich möchte einfach die Zeit mit ihnen verbringen. Und wo könnte ich das besser als hier bei Ihnen im Internat? Ich kann Ihnen also Ihren Plan nicht ausreden. Nein. Wir können in diesem Haus jede Kraft gebrauchen. Und ganz sicher jemanden, der kein Gehalt und keinen Mietzuschuss verlangt. Herzlich willkommen. Danke. Ich hoffe sehr, dass Ihre Vorstellungen und meine Pläne ganz schnell übereinstimmen. Wenn Sie wollen, mache ich Sie jetzt mit den Damen und Herren des Kollegiums bekannt. Das heißt, die noch im Haus sind. Na, die meisten kenne ich ja bereits vom ehemaligen Tag. Ach, natürlich. Ich lasse es ja auch. Sagen Sie einfach, Schwester Ruth Bertha hat sie gesagt. Danke, wollte ich sagen. Und ich bin der Bruder Gerhard. gefällt Ihnen der Stundenplan?
Und wenn nicht? Naja, der Alleinseligmachende aus der ersten Etage hat leider gute Arbeit geleistet. Zwei neue, das ist mehr als nichts. Ist diese... Fräulein Delorme oder Mademoiselle Delorme, muss man ja leider sagen. Ja, eben die. Ist die eigentlich schon irgendwie avisiert? Ab 15. des Monats zur Besichtigung freigegeben. Wir werden allmählich international. Haben Sie feuchte Wohnungen? Oder können Sie sich von dem Geruch in diesem Haus nicht trennen? Ist was? Manchmal halte ich es einfach nicht mehr aus. Naja, wenn Sie auch alles an sich heranlassen? An mich heranlassen? Es wird einem doch vor die Füße geworfen. Na, da liegt es doch gut. Man darf sich nur nicht danach bücken. Plötzlich steht jemand vor einem und der ist völlig anders als der, den man zu kennen glaubt. Ja, Pechvogel. Dass auch ausgerechnet Sie immer an unsere Krisenkinder geraten. Da-da-da-da-da-da, Heimarbeit, unermüdlich im Dienste der Pädagogik. Guten Abend. Blöd, Mann. Ja, ja. Entschuldigung. Nee, der ist verbittert, biestig und mit sich selber im Clinch. Ja, das geht schnell hier. Du bist aber auch wirklich alles noch viel zu nah an dich heran. Was soll ich denn machen? Soll ich mir einen Vorgarten anlegen lassen? Eine gut funktionierende Drehtür? Bitte schön, jeder einzeln eintreten, Probleme sortieren. Also mir ist nach dem Bier. Wenn ich dich dazu einlade, kriegen wir dann die Probleme in den Griff? Das geht leider nicht. Wieso? Weil ich mit Sindermann die Spätaufsicht getauscht habe. Siehst du, unverheiratete Kollegen sind besonders beliebt, weil man sie mit Familienangelegenheiten zu unangenehmen Dingen erpressen kann. Also, schönen Abend noch. Noch so ein Blödmann. Na, ein Fest natürlich, was denn sonst? Ich geh da nicht hin. Er geht da nicht hin. Also ein Fest kostet Geld. Ja, vielleicht fällt uns noch was ein, ich meine... Ach du, unser Einfaller. Bei dir läuft doch sowieso alles auf Musik raus. Vielleicht machen wir noch ein Gedichtchen. Ach Mensch, morgen können wir weitermotzen. Jetzt müssen wir uns irgendwie einigen. Also ich zieh mir, glaube ich, so einen blauen Matrosenanzug an und streu Blümchen, das ist doch super. Ja, und ich Bananenschalen, damit du bei Zeiten auf deinen Hintern knallst. Küss. Ach Mensch, wenn jeder was will, dann kann auch jeder was alleine machen. Schön, Mäuschen. Ja, ich bin dafür, dass wir was zusammen machen, woran die Sollinger ihr ganzes Leben lang denken kann. Für den Rest ihres Lebens. Ich gehe da nicht hin. Ich bin müde. Komm, bleib hier. Wir sollten einfach hingehen und sagen, danke, Frau Dr. Sollinger. Tja. Hm. Oder ich schenke ihr so eine Dose Hautcreme. Natürlich, ihre Finger sind ja ganz wund von lauter Händeschütteln. Oh Mann, das muss doch klar zu kriegen sein. Was geht hier eigentlich vor? Die Sache mit der Orgie. Römisch oder französisch? Das ist die Frage, Herr Doktor. Ich gehe da nicht hin. Ach Mensch, den kann man nicht abstellen. Naja, es ist so, wir wollen der Frau Sollinger zur Hochzeit eine Freude machen. Aber irgendwie sind wir alle unkonkret. Und das Theater muss ausgerechnet kurz vor Mitternacht hier in diesem Zimmer passieren. Haben Sie denn keine Idee? Was ist denn mit den anderen? Noch nichts vernommen. Ich meine Ihre ehrenwerten Herren Kollegen. Ja, die machen... Na ja, Gott. Wie sowas immer endet. Geschenkkorb, Büchergutscheine, vielleicht ein paar Blumen. Na, also es sollte schon was Besonderes sein. Ich wollte, dass die Frau Dr. Sollinger weiß, dass... Also ich für meinen Teil kaufe hier ein Lebkuchenherz mit ewig dein. Ich muss dir mal alles runterziehen. Reg dich ab, besser nichts als Krampf. Das meine ich auch. Werdet mal nicht gigantisch. Wenn ihr was machen wollt, weil ihr die Frau Dr. Sollinger so gerne habt, dann macht was, aber bitte keinen Riesenzauber. Frau Dr. Sollinger ist ein Fan von leisen Tönen. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Mir ist das egal. Ich gehe da sowieso nicht hin. Oh Mann, no. Also. Wer jetzt in diesem Zimmer nichts zu suchen hat. Ab ins eigene! Oh Gott, das auch. Tschüss, Benni. Tschüss, Mäuschen. Tschüss. Hätten wir die Zeit ja auch anders nutzen hey. Können. Wann geht denn der nächste Flieger nach Ibiza? Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Doktor. Oder willst du da auch nicht hin? Ach, das ist ja gar keine Ahnung. Das stehe ich. Das ist auf jeden Fall genau, wie soll Mann, ey, Frankensteins Monster und so. Ich
Guck mal auf die Bäume. Wo sind denn die Bäume alle? Nimm doch mal den Schuhe weg. Was ist mit der Tonhalle? Ich hab das Ding im Keller gefunden. Ich hab gedacht, dass uns der Kram dann daran erinnert, dass die Angelegenheit mit der Tonhalle des Direktors noch lange nicht ausgestanden ist. Ja, allerdings ist vielleicht kann man es von innen beleuchten und eine elektrische Eisenbahn durchzockern. Ohne launische Sprüche mag ich am liebsten. Echt? Ja, das Ganze wird doch wohl nicht wieder in der Revolte ausarten, oder? Also, wenn ich bei den Sitzungen richtig zugehört habe, sollen die jungen Leute ja ganz schön verladen werden. Na. Vollendete Tatsache. Ah. Kommst du bloß drauf, dass sie ausgerechnet hier heiratet hat, Mann? Ja. Und in dem ganzen Standesamt niemand was von der Hochzeit Sollinger Kleinmann weiß. Da wohnt auch hier in der Gegend. Man heiratet doch auf dem, wie heißt es noch, zuständigen Standesamt, nicht? Weil eine Wut auf uns haben, steht jetzt vom Standesamt ohne Trauzeugen. Ach, in solchen Fällen springen Portiers und Aktenboten gerne mal ein. Aber sie hatte uns gebeten. Ich hab den Werner Klarheimlich gefragt. Der Mann ist natürlich kein Trottel. Offensichtlich doch. Claudia. Ja, ja, jetzt weiß ich. Sagen Sie mal, Taschentuch, wo heiratet die denn jetzt? Na, irgendwo in Berlin. Quatsch, ich geh gleich mal rüber. Nee. Du bleibst jetzt hier. Du wirst verdonnert zu 4 Portionen Kebab. 4-mal Kebab mit Brot, Bohnensalat und hinterher? Baklava. Gut. Ich geh mich mal Kebab. Und was zu trinken? Selbstverständlich, bitte, ja, was zu trinken. Geht nicht. Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen. Da drüben weiß niemand, was für eine Hochzeit Sollinger Klein war. Das haben wir von Herrn Werner. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der und seine Frau sind Trauzeugen. Tja, sollten Trauzeugen sein. Doch, Herr Werner. Danke, Doktor. Doch, Herr Werner. Ja, ja. Fehlinformation auf der ganzen Linie. Hausgebacken von meinem Mann. Claudia. Ja, und nun? Ich meine, ich wollte dem Brautpaar diese Vase überreichen. Ist zwar keine Ming, aber... Sondern Peng. Nein, 45 Mal. Oh, ist sie kaputt? Ja, ist doch kein Wunder bei dem. Also, was ist jetzt? Hier findet die Hochzeit doch in keinem Fall statt. Ich würde sagen, wir schicken Team Sollinger jetzt ein Telegramm. Ja, ja, voll gut, da gibt's Smash mit Musik drin. Ja, und der Text? Alte Liebe Rostig. Ja, die dann eine glückliche Zeit wünschen von ganzem Herzen. Moment. Noch Vorschläge? Liebt euch wie die Turteltauben, lasst das Glück euch ja nicht rauben. Jetzt wird's zugeschworen, wir schreiben ganz cool. Wir werden sie vermissen. Glück, Gesundheit und ein langes Leben. Ja, verdammt, warum ist mir das nicht eingefallen? Tja, muss noch ein bisschen üben. Ist das für mich hier? Nee, danke. Gehen wir noch ein.